Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch richtig schnell einen Plot aushöhlen könnt und wie ihr dabei auch noch richtig viel Geld spart. Denn ihr wisst ja vielleicht, mit Slash P könnt ihr auf eurem Plot sagen, okay, aushöhlen. Das Ganze passiert dann entweder ohne die Grasnarbe oder mit der Grasnarbe, sodass alles weg ist, kostet aber 10.000 Dollar. Und 10.000 Dollar sind eine Menge Geld. Also zeige ich euch, wie das Ganze billiger funktioniert und zwar ausschließlich durch Items, die ihr euch erfarmen könnt. So, ich baue das Ganze mal für euch auf und zwar braucht ihr hier so ein Muster. Ich habe euch das hier schon mal vorgezeigt. Also wir haben hier ein Muster, das immer drei vom Rand ist und dann immer drei Blöcke auseinander und das in alle Richtungen. Ja, also hier in die Richtung immer drei, drei, drei zwischen den Blöcken und hier auch immer drei, drei, drei zwischen den Blöcken. Und als nächstes baue ich mich hier nach oben und das machen wir so, naja, wie weit gehen wir denn? Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, ich würde noch ein kleines Stück nach oben gehen. 7, 8, 9, komm, 10, was soll der Geiz? So, und dann bauen wir uns einfach ein bisschen Fastbridgen mit Kobbel einfach hier rüber. Ich kürze das Ganze jetzt mal ab für euch und wir sehen uns gleich, wenn ich das fertig gebaut habe. Wichtig ist nur für euch, merkt euch, ihr braucht einfach genau diese Line hier. So, und dann baut ihr einfach über jede anderen quer rüber. So leicht ist das für den Anfang und wir sehen uns gleich, wenn ich das fertig gebaut habe. So, das war der erste Schritt und jetzt, wo wir das Gerüst gebaut haben, müssen wir überall, wo wir unten das markiert haben, oben drüber den Block wegschlagen. Ja, das heißt hier, 1, 2, 3, hier, 1, 2, 3, hier. Und genau das mache ich jetzt nochmal schnell fertig. Und dann seht ihr gleich das Ergebnis. So, ich habe mir mal eben etwas Fly zur Hilfe genommen. Ihr könnt also warten, bis ein Flybooster an ist. Oder ihr müsst halt gucken, dass ihr irgendwie anders an Fly kommt. Flugtrank oder ähnliches. Dann habt ihr es ein bisschen leichter. Es geht aber auch alles manuell ohne Fliegen. Ist dann nur ein Tick anstrengender. So, dann nehmt ihr eure Dispenser. Und die müsst ihr jetzt nach unten gerichtet einpflanzen. So. Und zwar in jedes einzelne der Löcher, die wir gerade gemacht haben. Dispenser könnt ihr craften, indem ihr einfach außenrum Kobbel legt. Unten in der Mitte lasst ihr frei für einen Redstone und in der Mitte lasst ihr frei für einen Bogen. Da muss ein ganzer heiler Bogen rein und schon habt ihr einen Dispenser gebaut. Und es ist wichtig, dass ihr den Dispenser nimmt und keinen Dropper, weil der Dropper würde gleich TNT einfach nur ausspucken und der Dispenser zündet es. Ja, das ist der ganz wichtige Unterschied. Ich mache jetzt nochmal auf schnell, damit ihr nicht so lange warten müsst. So, nun haben wir unsere Dispenser gesetzt und wir können alles Mögliche aus unseren Taschen nehmen. Und dafür nehmen wir uns jetzt unser Redstone. Und setzen uns hier eine Leitung drauf. So, nun liegt überall nun liegt überall Redstone drauf. Und was wir jetzt machen, ist zu prüfen, wo wir Repeater einsetzen müssen. So, zum Beispiel würde ich hier jetzt einfach mal einen an den Anfang einer Strecke setzen und dann einfach mitten rein nochmal. So, und das machen wir jetzt einfach überall. Und da sehen wir, fehlt auch noch ein Redstone. Und dann machen wir das auch am Anfang jeder Strecke noch einmal. Und damit es hier auch reicht, machen wir hier noch einen. Und schon haben wir überall Signal. So, bis an den letzten Zipfel. Ist jetzt überall Redstone an. Jetzt können wir mal gucken, ob das Ganze auch funktioniert. Wir schmeißen einfach mal hier ein paar Redstone rein und dann nehmen wir die Fackel weg. Und wenn wir sie wieder setzen, müsste dort gleich klack, ein Redstone rauskommen. Genau so ist es. Perfekt. So soll es sein. So, jetzt haben wir nur noch eine wichtige Aufgabe und zwar füllen wir jetzt diese Maschine mit jede Menge TNT. Und zwar packen wir in jeden Dropper mal zwei Stacks rein. Im Übrigen, ihr müsst sie nicht in dem Gatter setzen, wie ich sie jetzt gesetzt habe. Ihr könnt theoretisch genauso gut auch ein 5er Raster machen.
Aber ich bin ein Freund von lieber ein bisschen enger setzen und dafür ein sauberes Ergebnis und weniger Nacharbeit haben. Manche meinen, Fünfer reicht locker. Ich bin der Meinung, wir machen das so wie hier gezeigt, dann haben wir das beste Ergebnis. Und ob ich mir diese Arbeit jetzt einmal richtig mache oder einmal mit ja, paar weniger Dispensern, dann können wir es auch lieber so machen. So, jetzt packen wir noch in jeden gleich zwei Stacks rein. Warum zwei? Theoretisch dürfte einer reichen, aber auch hier, ich bin ein Freund von nicht dreimal hinrennen müssen. Und deswegen machen wir lieber doppelt rein. Wir kriegen ja alles wieder zurück, was wir nicht brauchen oder was wir nicht verbraucht haben. So, auch das Füllen mache ich jetzt nochmal ganz schnell im Vorlauf für euch und dann sehen wir uns gleich zur eigentlichen Aktion wieder. Und was wir jetzt machen, ist folgendes: Wir stellen jetzt einfach hier einen Repeater hin. Wir stellen hier einen Repeater hin. So, das Ganze verbinden wir miteinander. Und jetzt haben wir so sogenannte Dreck-Lok. Und wisst ihr was? Wir machen die noch eins länger, damit das nicht ganz so schnell geht. Zack, 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 zack. Jetzt stellen wir die mal ein bisschen um hier. So, das reicht. Und ab jetzt gehen wir auf das Plot und machen Slash P und gehen hier Grundstücksbefehle, nein, Grundstücksflags und schalten TNT ein. Ab jetzt ist Explosion an und hier ist nochmal ganz wichtig zu sehen, wir haben das so hochgebaut, damit das TNT nicht die Anlage dann oben wegsprengt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sonst kommt der erste Stoß TNT raus und dann ist da oben Ende. Dann passiert da nichts mehr. So, wir zünden die Anlage, einfach Fackel schnell platzieren und wieder wegnehmen und jetzt sehen wir. Oha, oha, ich habe es ein bisschen schnell laufen. Ich habe es ein bisschen schnell laufen. Okay, es sollte vielleicht noch ein Tick langsamer passieren. Denn sonst ist es zu ineffizient. Wieso springt das? Nein, das springt ja kein Kobbel mehr weg. Das habe ich voll vergessen. Oh mein Gott. Ich habe es komplett versaut. Oh mein Gott, wie konnte ich vergessen, dass Kobbel nicht mehr gesprengt wird? Ja, ihr Lieben, ihr seht, in der Theorie hätte das wunderbar geklappt, wenn ich das blöde Kobbel hier unten erstmal weggenommen hätte. Oh, wie dumm, wie dumm. Überall liegt das gute TNT rum. Ja, aber das Prinzip ist euch, glaube ich, klar. Ja, also auch bei uns vermeintlichen Profis, die wir keine sind, geht mal was schief, weil wir was vergessen. Also das nennt man einen Rückschlag und naja, aber ich glaube, ihr habt trotzdem, ihr habt das Prinzip verstanden, ihr wisst, worum es geht und macht halt nicht den Fehler, den Kobbel da stehen zu lassen und dann seht ihr hier auch schon, dass das funktioniert hätte. Und ja, dann würde ich sagen, ich sammle mein TNT ein und euch einen schönen Tag bis zum nächsten Video, in dem ich alles falsch mache. Ciao, haut rein, euer Rouge.